Wir haben wirklich alles auf den Platz gelegt, zu Null gespielt, 4 Tore geschossen in Galatasaray Istanbul. Also ich bin wirklich nach dem Spiel, als ich vom Platz gelaufen bin, dachte ich mir, ich war auch mal Fan, das heißt Fan von Gala. Man kannte den Verein und das war wirklich und ist auch weiterhin ein sehr großer Verein. Und wir haben den gerade 4:0 zu Hause geschlagen. Das ist eine Glanztat, vor allem auch, wie wir das getan haben. Ja, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich perfekt das umgesetzt, was der Trainer von uns erwartet hat und was wir von uns eigentlich erwarten und so, wie wir eigentlich immer spielen wollten. Standen defensiv, glaube ich, sehr gut. Mit unserer Klasse, glaube ich, in der Offensive sind wir dann immer gefährlich. Ich glaube, in der 80. Minute habe ich noch Marco Reus hinten kretschen sehen. Ja, es ist Wahnsinn. Ja, also klar, das Tor war wunderschön, aber so eine Kretsche ist für mich als Verteidiger nochmal geiler. Ich weiß nicht, ob geil das richtige Wort ist, aber es ist auf jeden Fall wichtig und hat gezeigt, dass wirklich alle die Defensivarbeit als oberste Priorität genommen haben. Das war schon eine Vorentscheidung, aber wir wollen den Gruppensieg und Arsenal hat auch gewonnen in den letzten Minuten noch in Anderlecht heute und das wird ein enges Rennen noch, wobei der nötige Punkt muss dann auch noch geholt werden.